Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf Easy Money. Wir befinden uns in Woche 4 von der Community Franchise in Madden 25 mit den Washington Commanders. Heute geht es gegen die Cardinals und ich laber nicht lange rum. Lasst uns direkt reinjumpen ins Game. Bisschen gestresst, weil ich gerade jetzt reingekommen bin. Storylines, Press Conference. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich glaube, der Kollege wird wahrscheinlich gleich warten. In 3 Minuten soll es eigentlich schon losgehen. Eventuell haben wir heute nicht so viel Zeit, uns extra sein Roster anzugucken. Let's talk about Jaden Daniels. What has he done well? Avoiding sacks. Avoiding turnovers, yards per attempt, completion percentage. Ich würde mal sagen, avoiding sacks. Ich glaube, wir haben... God damn, Digga. Abonniert auf Stufe 1 für 6 Monate im Voraus. Nils King 001, Bruder. Bro, vielen, vielen Dank. Kuss auf deine Nuss. Danke, 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 Bro. Weiß ich sehr zu schätzen. Weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Wir gucken uns einmal ganz schnell das Roster von ihm an. Cardinals. Desmond Ridder. Ah, okay. Kyler Murray ist auch noch mit. Aber der ist verletzt. Krass. Okay, also startet Desmond Ridder, das ist heftig. Running Back Benson. Connor auch verletzt. Boah, aber 93 Speed hat Benson. Receiver, Zay Jones, Marvin Harrison natürlich. 94 Speed. Okay, also die Receiver nicht so schlecht. Tight End 82er, auch stark, Alter. 76 Left Tackle, 71 Guard, 73 Center, 79 Guard, 67 Right Tackle. Holy moly. Alter Schwede, das ist crazy. Left End, Right End, Defensive Tackle. Okay, sieht aus, als könnten wir vielleicht gut gegen ihn laufen, außer er ist ein krasser User. Linebackers sehen gut aus, also okay auf jeden Fall. Cornerbacks nicht so geil. Free Safety ist gut. Strong Safety, Buda Baker, absoluter Star. Okay, 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 okay. Dementsprechend würde ich jetzt die Weekly Strategy schnell machen. Contain QB Scramble. Nee. Ich glaube, wir gehen hier rauf und wir gehen auch hier rauf. Okay. Brandon Coleman, Jaden Daniels, Mike Sandra still. Sehr schön. Start Training. Rein damit. Z-Cube sagt, hi YouTube. Still don't give a F. Ja, ich habe die Kommentare, glaube ich, schon gesehen, Digga. Ich muss nochmal nachgucken. Krass. Kein einziges Upgrade. Das ist heftig. Okay, dann sind wir ready fürs Game. Ich schreibe dem Kollegen kurz. Jaden Daniels finde ich bis jetzt sehr, sehr nice. Und er kann auf jeden Fall die Bengals schlagen in jetzt heute Nacht, aber... Hängt natürlich nicht nur von ihm ab. Ich glaube, es wird hauptsächlich von unserer Defense abhängen, ob die sich zusammenreißt oder nicht. Guck mal, Points per Game sind wir Platz 4 in der Liga. Pass Yards sind wir nicht so gut. Rush Yards, 9. Platz. Opponents Points per Game haben wir 28 auch zugelassen. Da sind wir halt auch nicht so gut. Aber wir sind Erster in Opponents Rush Yards zulassen. Das ist krass, Alter. Das ist krass. Er selber ist mit 25 Punkten... Nicht so gut pro Spiel passen. 19. Okay. Rush 14. Naja, also er ist insgesamt, er ist durchwachsen. Und das mit einem Team von einem 79er Overall ist auf jeden Fall stark. Er steht auch 2-1. Dementsprechend, ich gehe davon aus, dass er ganz gut ist. Ich würde sagen, schauen wir mal, was wird, wa? Ich finde, es lädt irgendwie verdächtig lang. Ich hoffe, dass es jetzt nicht gleich abbricht oder so. Laggt die ganze Zeit. So, wir kriegen zuerst den Ball. Ist natürlich die große Frage, ob wir jetzt auch unsere erste Niederlage einstecken werden der Saison oder ob wir weiter die Winning Streak am Laufen halten können. Okay, Buda Baker mit einem saftigen Hit. Komische, glitschige Animation. 4 Yards nehmen wir aber auf jeden Fall erstmal. Ich finde Madden in letzter Zeit so buggy, Alter. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob euch das aufgefallen ist, aber ich finde, die ganzen Animationen sehen alle sehr buggy aktuell aus. Okay, krass, er steuert zum zweiten Mal die Line. Okay, 3. und 1. Ach, Digga. Darf man dafür jetzt gehen? Eigene Hälfte bis eigene 39, immer Punt. Ja, todesunnötig der Punt, Digga. Ich finde dieses Madden allgemein wieder sehr schwach und sinnlos. Sinnlos ist crazy. Also, schwach finde ich auch, ja. Also, es ist, keine Ahnung. Am Anfang habe ich es ja sehr gehatet, dann habe ich mich kurz dran gewöhnt, aber mittlerweile finde ich es einfach so buggy. Also, irgendwie, ich weiß nicht. Alright, 3 Yards können wir mit leben. Schöne Defense. Gerade die D in diesem Madden ist richtig ass. Ja, also, ich finde es allgemein schwach. 3. und 6. Können wir schon wieder aufhören zu spielen, Digga. Ja, danke. Danke, Bobby. Rennen um dein Leben. Schöner Spin-Move.
Oh mein Gott, schön durchgetankt, Digga. Da haben wir doch den Pick 6. Let's fucking go, Alter. Let's fucking go. Lamb hat jedes Battle gegen einen 65er Overall Safety verloren. Wirklich jedes. Ja, ist doch geil, Digga. Ist doch realistisch. Er rennt. Okay, never mind. Oh. Wow. Ey, was macht der Cornerback? Digga, der hatte doch eine tiefe Zone. Was ist denn da passiert? Nur weil es Press war, Bruder? Schöner Hit von Bobby Wagner, aber wieder komische Animation. Ja, natürlich hat auch noch Deron Payne jetzt eine Dislocated Shoulder, Alter. Bruder, Jonathan Allen, unser bester Defensive Tackle, ist auch schon raus die ganze Zeit. Jetzt haben wir gar keine D-Line mehr, Alter. Was ist denn das, ey? Ach, Digga. Here's a designed run. Ja, also mit College Football und Madden haben die uns schon echt gut hops genommen, was den Geldwert angeht. Das muss man schon ehrlich sagen. Alles zu. Okay, nehmen wir. Dritter und eins. Eventuell wird uns das jetzt hier ruinieren. No. Ja. Da standen gleich zwei Leute und es ist wieder Bobby Wagner. Es ist wieder Bobby. Es ist wieder Bobby, du Tier. Let's go, Alter. Hey, hey, hey. Also offensiv reißen wir bis jetzt nichts. Aber das ist jetzt auch erst unser zweiter Drive. Also ruhig Blut, sage ich an der Stelle. Ruhig Blut. Digga, was zum Teufel ist denn das? Schauen wir mal. Ach, Digga, natürlich droppt er den. Ich bin so verwirrt, Bro. In der Offense wirft er nur Picks und in der Defense kriegen wir kein einziges First Down hin. WTF, was ist dieses Spiel? Ich bin wirklich todesverwirrt von seinem Skill irgendwie. Beziehungsweise auch von unserem Skill. Ach, Screen zu spät gelesen. Weil ich nicht verstehe, warum. Bruder, Jamin Davis hat doch 90 Speed. Was passiert da, dass er in Man-Coverage ihn so weit offen lässt? Ja, er stolpert 7 Yards nach vorne oder so. Ganz komisches Spiel bis jetzt irgendwie. Oh mein Gott, ich dachte jetzt, der rennt einfach weg, ne? Boah, Junge, Alter. Dankeschön, finally, Bruder. Und das mit so einer easy Drag-Route einfach. Also Run, das ist ja geisteskrank. Entweder mache ich die komplett falschen Reads oder irgendwas stimmt hier gar nicht. Dass seine 60 bis 70er D-Line unseren Run hier so auseinander nimmt die ganze Zeit. Dankeschön, First Down, wichtig und richtig. Schön. Okay, 5 Yards nehmen wir mit. Endlich driven wir mal ein bisschen, ey. Es hat mich schon echt frustriert. Nein, falscher Knopf. Oh mein Gott. Zum Glück keine Interception, ey. Okay, nehmen wir. Get the ball into the hands of your receiver. Pick up a first down. He'll swing this one out wide to his right. Jo, nehmen wir. Throwing again, Daniel. Boah, das war ja gar keine Separation. Third and three.
Schön, Junge. Jaden Daniels. Wunderschön, Digga. Let's go. Wichtig, Mann. Wichtig, wichtig, wichtig. Was geht, Magic Skiller? Lange nicht gesehen. Schon wieder ein Bruce Stern und das ist so crazy. Screen. Da ist nur ein O-Liner und trotzdem macht er hier fast das First Down, Alter. WTF. Mit den Falcons wusste ich noch nicht. Schöner Hit. Aber er drivet schon wieder zu gut. 1 Minute 20 und 3 Timeouts. Das ist noch sehr, sehr, sehr viel Zeit. Guter Hit, Digga. Da kann gerne auch mal ein Fumble bei rauskommen, weil das ist Bobby Wagner, ja. Nur nochmal das Reminder, Madden. Also, falls du es nicht mehr auf dem Schirm hattest. Mann, Alter, wo ist denn Jamin Davis? Das ist doch offensichtlich seine Zone, Alter. Schönes Play von Jatavis Martin, Alter. Let's go. Wichtig, Junge. Pass auf Cornerrouten auf, bitte. Wir sind hier. Jo, das ist zu. Schöne Defense. Also wenn wir jetzt ein Field Goal zulassen, kann ich damit leben, Digga. Wäre auch mau. Aber darauf wird es hinauslaufen, wenn er jetzt keinen First Down kriegt. Alter, 5 Receiver, Digga. Das ist crazy. Schöne Defense, Alter. Wichtig, dass wir da in der letzten Sekunde noch schnell mit dem Defensive Tackle hochgegangen sind, weil sonst wäre das offen gewesen. So, der geht rein. 14 zu 10, 18 Sekunden, 2 Timeouts noch. Vielleicht geht noch was. Mann, Alter, es kann doch nicht wahr sein, Digga. Wirklich. Ohne Scheiß. Was zum Teufel soll das, Bro? Jetzt müssen wir defensiv mal wieder standhalten. So wie am Anfang des Games. Jo. Das war wieder todesklar, Digga. Also dieses Spiel ist ja geisteskrank, Buggy. Okay, ein Yard, damit kann ich auf jeden Fall leben. Warum bist du auch Ravenspark? Jetzt bin ich verwirrt, Digga. Ich schaue auf Xbox und Handy, das ist krass, Bruder. Vielen Dank für diesen heftigen Support, Junge. Stark. Ja, haben wir gut gespielt mit Bobby. Rest der Defense mal wieder Arschritze. Ohne Scheiß. Nehmen wir. Renn, Junge. Schön. Schön. Über seinen Kopf, Digga. Es war ein bisschen lucky, ein bisschen respektlos auch, dass der Defender da nicht reagiert hat, aber so ist Madden, Digga. Das passiert bei mir auch jedes Mal. Easy. Boah, haut der die über den Haufen, Alter. Sinnet ist wirklich auch ein Tier. Bates, auch ein Tier. Yeah! Night Bullet abonniert auf Stufe 1, abonniert schon 3 Monate. Let's go! Danke, Bro. Danke, danke, danke. Muss jetzt auch noch zum Touchdown bringen. Natürlich, Digga, ist doch kein Problem, ja? Natürlich. So ein Ding nämlich, Digga. Let's fucking go. So, jetzt braucht er einen Touchdown, um die Führung zu übernehmen. Field Goal wäre nicht genug. Aber wir müssen jetzt echt mal irgendwie Defense spielen. Also die letzten paar Drives hatten wir tatsächlich keine Chance, Digga. Ich weiß nicht genau wieso, weil es ist jetzt nicht so, als würde er übelst krasse Plays machen. Aber er spielt irgendwie einfach smart. Also
Digga, was macht denn Brown, ey? Der schaffelt erstmal 3 Jahre, Junge. Er spielt halt smart und er spielt auch gut. So, und deswegen ist es schwierig, das zu stoppen, weil das sind nicht so einzelne geisteskranke Plays, die man so mitbekommt, sondern es ist einfach allgemein gute Offense. Und das ist schwer. Na, 5 Yards, zu viel, Bro. Zu viel. Oh, Digga. Come on, ey. Ja. Och, Digga, was? Vielleicht ist das the way to go, dass wir so Fallen stellen mäßig. Cornerback bleibt einfach stumpf stehen und macht nix. Arschstellnummer. Ich verstehe nicht, nach welchen Algorithmen diese Spieler sich bewegen, Bro. Es macht teilweise so unfassbar wenig Sinn. Schöner Hit. Gimme that. Alles zu! Digga. Alter, also das kann nicht der Ernst von der O-Line sein, Bruder. Jetzt mal ohne Spaß, die rennen zu dritt. Kein einziger von denen blockt den Typen, der auf uns zusprintet, ey. Wichtig, Digga. Wunderschön. Schön. Okay, Zach Ertz, wild. Kein einziger O-Liner da zum Blocken, Arschgelde Nummer, aber dicker Truck-Stick von Austin Eckler, Alter. Easy. Wir wollen noch nicht scoren, wir müssen mehr Zeit von der Uhr nehmen. Ist natürlich risky, aber wenn wir ihm den Ball geben mit 1 Minute, Digga, dann ist es halt auch sehr risky. Und definitiv kein safer Sieg oder so. Deswegen, wir müssen jetzt hier Clock spielen. Das wäre ein Touch schon gewesen, ich weiß nicht, warum er den Ball nicht rauskriegt. Okay, 3rd and goal von der 2, er nimmt jetzt seine erste Timeout. Richtig. So, er braucht einen Touch und er hat noch 2 Timeouts, 27 Sekunden. Wenn wir das jetzt nicht hinkriegen zu verteidigen, dann bin ich offiziell der beschissenste Madden-Spieler der Welt. Alles, was er bis jetzt gespielt hat, waren keine Big Plays. Das heißt, mit seinen kurzen Pässen und Läufen dürfte er niemals in der Lage sein, das Feld für einen Touchdown runterzudriven. Field Goal wäre nochmal die eine Sache, aber Touchdown, Digga, darf auf keinen Fall jetzt passieren. Brown shuffelt wieder bis zu seiner Großmutter nach Hause, Digga. Okay, 23 Sekunden, also wirklich. Zu. Jo. Okay. 18 Sekunden. Yo, pick den! Oh, hätte man ruhig mal diven können. 13 Sekunden, 3. und 10. Bitte, Digga, bitte. Bei Gott, die wollen mich so brutal verarschen. Das ist so eine Frechheit, Digga. Ja, GG. Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt. Wenn ihr das nächste Mal live dabei sein wollt, folgt gerne auf Twitch unter easymoney_official. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dahin. Euer Eric.